Wo genau gehört das Brandmeldekabel und die Einbruchmeldeanlage genau dazu? Heute geht es um das Thema Gefahrenmeldeanlage. Die Gefahrenmeldeanlage ist der Begriff, wo alle Meldearten zusammengefasst werden. Brandmelde, Einbruch, Überfall, Sprechanlage werden da alle zusammengefasst. Die anderen Meldearten werde ich in den kommenden Videos euch genauer erklären, was das genau sind. Brandmelde, Einbruchmeldeanlage und Überfallmelder. Die Anlage soll frühzeitig den Menschen schützen vor Schäden. Nun habe ich eine kleine Geschichte für euch, wo das dann alles ein bisschen zusammengefasst ist, seit wann es sowas überhaupt gibt. Die erste Alarmanlage patentiert war am 21. Juni 1883 von dem Tüftler Augustus Russell Poppe aus Sommerville bei Boston. 1887 kaufte Edwin Holmes die Rechte an Poppes Erfindung und gründet sein eigenes Gewerbe. Ihm schaffte es dann den Durchbruch der Einbruchmeldeanlage. Durch die Nutzung konnte er sich an der New Yorker Telegraphiennetze der erste Alarmsystem aufbauen. 1860er tüftelte der Edward A. Callahan an der Technik von Alarmieren und Hilfe holen kann. Er hatte auch bei dem Ausbau der Meldesysteme geholfen. Danach wurde in den 2000er in Europa die Technik eingeführt und somit auch der mit Dachtlos- und Bussysteme. Da wurde 2000 war ungefähr die Zeit, wo diese Smart-Geschichte so zu uns gekommen ist. Das war die kleine Geschichte. Im Bereich Deutschland gibt es da Normen, die eingehalten werden müssen. In Deutschland ist das Deutschland dazu wieder die Gefahrenmeldeanlage geordnet ist nach DIN VDE 0833. So, nun gibt es unterschiedliche Bereiche. Teil 1 für die Planung und Errichtung und Betrieb von Gefahrenmeldeanlage. Teil 1 und 2 ist für die Brandmeldeanlage. Bei der Einbruch- und Überfallmelder zählt Teil 1 und Teil 3 und bei der Sprachanlage Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Für was sind diese Gefahrenmeldeanlagen genau gedacht? Für die Brand-, Einbruch- und Überfallmelder. Im Teil 1 haben wir die allgemeine Festlegung. Teil 2 die Festlegung der Brandmeldeanlage. Teil 3 die Fertigungen von Einbruch- und Überfallmelder.
und Teil 4 Fertigen für Anladen zu Sprachalarmierung in Brandfall. So, okay, ich war ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn wie immer Fragen gibt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag wünschen. Bis dann zum nächsten Technikvideo. Schönen Tag. Tschüss.